Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir sind hier gerade auf dem Weg zu dieser neuen Insel und müssen hier auch noch ein bisschen was machen. Also ist jetzt noch so eine kleine spontane Aufnahme, die ich jetzt mache, weil ich jetzt nicht zum Vorbereiten komme und so. Da müssen wir aber auch ein bisschen hier noch so was machen. Und ich auch aktuell jetzt... Ja komm, wir machen auch mal die schwarze Farbe unten fertig, soweit. Wir brauchen ja noch sehr viel Schwarz. So, die Blumen. So. Dann können wir die Samen auch mal wieder da platzieren. Und nochmal gießen. Und was hatten wir eigentlich vorgehabt zu bauen? Wir wollten ja... Wir wollten eigentlich hier... hier, wo war das? War es hier? Nee. Das Ladegerät wollten wir bauen. Wir wollten aber auch den Wassertank. Biocraftshop-Tank. Oh, genau, den Wassertank hier machen. Kann an Wasserrohre angeschlossen werden. Da stelle ich mir dann die Frage, wofür... Fortgeschrittenes Sammelnetz. 10 Seile, 2 Titanbarren brauchen wir dafür. Wie viel brauchen wir da unten? Und seit wann können wir das? Wir brauchen 6 von denen. Also brauchen wir... 24 Titanbarren dafür. Für hier. Obwohl ich mir auch nicht mehr sicher bin, ob ich die überhaupt noch brauche. So, wie weit ist denn hier der Titanbarren? Und dafür brauchen wir 2 Scharniere und 4 Titanbarren. Haben wir eigentlich noch Titanbarren da drinne? Nee, hier war Rohmaterial. Wir haben schon ordentlich an Metallbarren, muss ich aber auch ehrlich sagen. Komm, wir können Seile mal eben produzieren. Wo haben wir Seil? Hier. So. Ich lagere das auch erstmal hier zwischen. So. Das brauchen wir hier nicht. Die können wir hier schon mal wieder reinpacken. So. Kletterschleim hier. Kletterpflanzenglibber, genau. Rohe Kartoffel. Wo haben wir die rohe Kartoffel jetzt her? So, packe ich mal hier hin. Holz haben wir auf jeden Fall genug. Schwarze Farbe haben wir auch eigentlich sehr viel. Ich habe gerade keine Ahnung. Also warte, genau. Der Titanbarren müsste jetzt fertig sein. So. Dann gehen wir nochmal hoch. Und gucken mal, wie weit wir... Da ist wieder so eine Wüsteninsel. 1 Kilometer hätten wir noch, okay. Und was mich irgendwie stört, ist, dass wir hier jetzt... Ne, das können wir ja einschalten. Das war jetzt für die Richtung und das ist... Jetzt Motor an. Motor aus. Aber das hier stört mich jetzt, dass ich den Anker jetzt nicht auswerfen kann. Muss ich da vielleicht irgendwie was machen oder so? Ich verstehe das nicht, mit dem Anker auf jeden Fall. Ich finde das schade, ich würde das gerne von hier oben selber steuern können, dass ich nicht mehr nach unten gehen muss, rennen muss. Hier haben wir noch genug Wasser. Das Ding ist voll.
Und wir brauchen ja die Ladestation. Wo waren die jetzt nochmal? Nicht hier. Ladestation, da Ladegerät. 5 Rod, 4 Titanbarren. Hier benötigt Rohkost. Titanbarren hatten wir jetzt hier gelagert gehabt. Da haben wir ja... Wir haben ja... Was war das denn gerade? Okay, nix. Ich hätte wirklich gern, dass das jetzt mal schneller ist. So. Und 5 Schrott, genau. Wie viel Schrott haben wir? 4, glaube ich, habe ich gesehen gehabt. 4. Nehme ich doch mal wieder mit. Der braucht zu lange. Und ich brauche Schrott. Und hier ist kein Fass mit Schrott. Jetzt ist er fertig. Ich glaube, ich erhoffe mir zu viel gerade. Vielleicht kommen da ein paar Fässer, die hoffentlich zumindest jetzt einen Schrott haben. Da zum Beispiel haben wir einen Fass. Ich hoffe, der hat jetzt einen Schrott. Einen Schrott haben wir. Ladegerät. Den bauen wir jetzt. Ach so, der braucht etwas dafür. Dann bauen wir den vielleicht unten in den Maschinenraum. Dann kann der hier hin. Dann können wir das mit anschließen. So, wir haben ja hier noch ein Teil. Nicht hier, sondern hier. Genau da. Benötigt Biokraftstoff, aber der müsste jetzt hier voll werden, gleich. Oder ist der hier leer? Nee. Jetzt ist er leer. Brauchen wir noch etwas, um Biokraftstoff ein bisschen mehr zu produzieren. Wo habe ich jetzt einen Biokraftstoff hingetan? Hä? Da. Drei Stück kostet das, um einmal voll zu machen. Das finde ich heftig. Dreimal Biokraftstoff. Ist auch schon dunkel. Das heißt, wir gehen jetzt mal pennen. So. Ah, sieht hier schon tatsächlich aber viel, viel schöner aus. Dann können wir uns hier mal hinsetzen. Können hier Bruce ansehen. Die Möwen, den Pufferfisch hier oder Bubblefisch, wie ich den nenne. Und jetzt hänge ich hier fest. Machen wir hier mal vielleicht doch ein bisschen mehr Platz, wenn wir uns hier hinsetzen. Machen wir das vielleicht mal so. So, was wollen wir jetzt noch bauen? Den hier brauchen wir. Da 2 Scharniere, 4 Titanbarren. Warum ist das Titane so teuer? Diese ganzen geilen Dinger, die sind so teuer, wirklich. So, wir haben jetzt aber auch Hunger und Durst. So. Und nochmal von unten auffüllen. Ui, da war jetzt wegen Speichern ordentlicher Ruckler. So. Das würde wahrscheinlich heißen, dass wir schon im Gebiet der neuen Insel sind, wenn da so ein heftiger Ruckler war. Ich guck mal, wie weit wir sind davon.
Jo, der ist sogar ein bisschen weiter rechts. So, noch ein kleines bisschen mehr. Aber der ist dann gleich in der Nähe. Jetzt bin ich gespannt, ob wir den auch sehen können. Ich glaube, von hier noch nicht. Okay, jetzt war wieder ein ordentlicher Ruckler. Das heißt, die neue Insel, die kommt gleich. So, vielleicht bauen wir uns eben auch schnell ein Fernglas. Da, Fernglas. Leere Flasche, 2. Okay, was brauche ich für leere Flasche? Hier, Flaschen. Kletterpflanzenglibber, okay. Autsch. Wie viel Kletterpflanzenglibber haben wir? Wir haben 2 davon. Was können wir hier raus machen? Warum, das machen wir mal so. Dann gehe ich jetzt auf das Ding. Und als allererstes machen wir mal den Titanenbaden. So, aber jetzt müssten wir auch gleich die Insel sehen. Ist ein Riesenbaukran, definitiv. Also. Was kommt da jetzt genau auf mich zu? Es kommt da definitiv eine Baustelle. Das sehen wir ja. So, wie weit ist denn der Titanbarren? Wie weit ist denn die Farbe unten? Nochmal 72, das ist gut. Können wir dann nochmal hier einlagern? So, wie weit noch? Okay, jetzt kommt schon das nächste Haus hier in die. Ja. Wir steuern das mal. Weil ich das Gefühl habe, dass wir da irgendwo vielleicht sogar gegenrammen oder so. Oder ich weiß jetzt nicht, wo wir genau dahin müssen. Aber ja, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht müssen wir da auch irgendwo zwischenparken. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da ist der Eingang. Nach oben auf jeden Fall. Aber ich fände das cool, wenn wir hier so zwischen jetzt reingehen. So. Motor einmal aus. Und jetzt ganz schnell runter. Den Haken rein. Also den Anker.
Dann wären wir schon mal hier. Ist auf jeden Fall eine dicke, dicke Baustelle. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Denn ich war hier mit dem ganzen Plan jetzt noch nicht mal fertig. Aber wir können uns schon mal vorbereiten. Vielleicht gehen wir doch schon mal rein. Der hier ist ja leer. Wir packen erstmal alles, was wir jetzt hierfür geplant hatten, hier hin. Das kann eigentlich Müll. Ah, Holz packen wir erstmal hier wieder zurück. Genau. So. Die... Nein, nicht hier. Sondern hier. Und sortieren. Genau, die kommen... Ne, hier kommt... Warte mal, die packen wir hier rein. Wie das sofort... Kletterpflanzen lieber. Packen wir auch erstmal da rein. Also den Seetang. Weil wir daraus das hier machen wollen. Titanbarren. Kommen wieder hier rein. Müssen wir jetzt erstmal ein bisschen sortieren. Die Waffen hatten wir hier. Genau, da tauschen wir hier mit aus. Den brauchen wir auch. So. So. Den brauchen wir nicht. Aber komm, egal, wir nehmen den erstmal mit. Und wir verbrauchen die beiden. Den erstmal. So, was brauchen wir noch? Was müssen wir mitnehmen? Ich glaube, die eher nicht. Ich glaube, von hier brauchen wir erstmal nichts. Nein. Aber wir können hier auch nochmal mit Wasser auffüllen. Ah, den können wir schon mal mitnehmen. Da auch nochmal zwischenlagern. Dann sind wir zumindest wieder bei 3. Fangen wir mit dem hier auch schon mal an. Wir haben Hunger und Durst. Aber egal, wir gehen jetzt trotzdem rein. Okay, ich glaube, wir werden auch ein bisschen was für Unterwasser brauchen. Hier scheint es hoch zu gehen. Ja, immerhin. Und da haben wir wieder Lurker. Diese riesigen Ratten. Autsch. Ah, das sind aber ein bisschen kleinere als sonst. Ja, hallo, komm. So, jetzt haben wir sein Fleisch. Okay, die Orte werden aber auch nach und nach immer größer. Und wir werden auch gleich noch mal ein paar neue Waffen bauen müssen. Ah, hier hätten wir auch noch zur Not hoch. So. Komm, ich will hier hoch. Dann wird es wohl nichts mit hochkommen. Ich hatte jetzt irgendwie mehr erwartet, dass hier sein würde. Gibt es hier auch irgendwie einen Weg nach oben? Das hier nach... Oh, ja, hier können wir nach oben, genau.
Da haben wir schon den ersten Hinweis. Grabber. The man climbed high up into the crane with a satellite dish. He called out on his little radar for a blast. It looked unsuccessful. I might have stolen one of his belongings. Miranda. Nope, here must move. The man left an hour ago after freaking out all day over it. So many Okay, da muss ich vielleicht ein bisschen schnelleres Tempo haben. Alter, wie soll ich da hinkommen? So, den haben wir. Ich glaube, was Hunger und Durst angeht, gehen wir gleich noch mal kurz aufs Schiff. Da scheint nichts zu sein, also hierhin. Okay, so hat's funktioniert. Scheint sonst nicht viel zu sein, ne? Jo, der Große. Autsch. Okay, den Großen haben wir auch. Von denen. Der ein bisschen mehr aushält. Ah, geil, wir können gleich auch noch... Hier, was haben wir hier? Einfacher Smoothie, okay. Hier ist sonst nichts. Gut, dann klettern wir da jetzt einmal hoch. So. Boah, wie geil das wäre, wenn wir gleich hier einfach so ins Wasser springen. Ah, von hier könnten wir auf das da. Benötigt einen Kranschlüssel. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Also noch weiter nach... Doch, hier geht es noch weiter nach oben. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Eine gegarte Kartoffel. Dann essen wir die jetzt mal eben ganz schnell. Da ist noch ein Bauplan. Elektrogrill. Und noch ein Hinweis. They don't stay for long. Why? Probably because I keep stealing their stuff. Today, it was a man named Ruben and a boy named Detto. They were caught in a storm and needed supplies. I fell asleep. I nicked a whole set of tools. Crude stuff, but still good. In the morning, they were so freaked out, they sailed away immediately. Hilarious. Nice. Wir haben auch noch ein paar neue Rezepte. Das ist keine Tür. Okay, wo haben wir unser Schiff? Direkt unter uns sogar. Jo, ich will das mal. Geil. Okay, einmal getestet. Wir gehen jetzt nochmal kurz aufs Schiff. Wir müssen was essen und trinken. Definitiv. So, und uns vielleicht nochmal ein neues Schwert basteln. So. Tauschen wir das einmal. Und wie sieht's hier aus? Jo, wir haben wieder drei auf Tasche. So, machen wir einmal so. Hier haben wir jetzt... was haben wir hier? Hier. Da. Nee, doch, Schrott. Und für hier drunter haben wir Scharniere. Alter, wie viele Scharniere wir haben.
Nägel können hier rein. Das kann hier rein. Das kann hier rein. So. Für hier kann sonst nichts rein. Das müssen wir noch entsorgen. Und ja. Aber ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge nochmal hoch und erkunden mal das da, weil wir von da irgendwie darüber können. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!